Jungs! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battle Be Bad Company. Ja, und Bad Company rückt gerade in ein anderes Land ein, um einen gewissen Hänger zurückzuholen. Ist der tot? Ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? Keine Ahnung. Die Leute da tot? So, Haggard ist uns das letzte Mal. Wow, davongelaufen. Er ist davongelaufen. Man muss ihn wohl wieder an die kurze Leine nehmen, nachdem wir ihn wiedergefunden haben. Aber bis dahin müssen wir uns durch ein ganzes Lager hier boxen, ja. Hey, hör auf dich abzuknallen. Das ist gar nicht nett. Was für ein Scheißtag. Ich hätte im Bett bleiben sollen. So. Kommt schon, kommt schon. Ich erledige euch alle. Ich lade noch mal nach. Wow. Da muss ich durch. Das will ich nicht. Erstmal die Waffe. Ja. 1, 2 und 3. Los! Oh! Oh, Scheiße! Was hab ich getan? Na toll, was hab ich getan? Ich hab dich umbringen lassen. Ist da oben jemand? Haben wir die nicht schon erledigt? Schwerer Beschuss. Mal gucken. So. Genau das passe ich so an der Armee. Ein bisschen zu tief. Los, los! Spring! Gleich bist du erledigt! Ich renne zurück in meinen Tod dahin. Los geht's! Rakete im Anflug! Ich mag keine Raketen. Raketen tun weh. Nachladen. Spritze setzen. Lauf! Lauf, Marlo! Lauf zum Geschütz. Weiter! Ah! Wer ist denn da? B. Wuh! Stirb! Wo kam der denn her? Wo kam der denn her? Marlo, finde was, womit du den Panzer ausschalten kannst. Der Panzer hat gerade was ausgeschaltet, womit ich den Panzer ausschalten kann. Und dann war ich auf einmal tot. So, und zurück zum Panzer. Und zu Haggard. So, ja. Wo werde ich hier abgeschossen? Von da oben. Ja. 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 Ah! Scheiße. Hat der mich getroffen. Was? Weg hier. Runter da. Falsch. Ja. Hinter dem Lungenbeet ist es immer noch am sichersten. Stirb! Geh endlich kaputt! Ja! Fertig! Ich hab diesen
verfluchten Panzer ausgeschaltet. Gib mir Unterstützung, Feuer! Hier hinten müssen auch jemand sein. Lalalala. Lalalala. Hallo. Wo kamst du denn her? Wo kamst du denn her? Schade. Naja. Zumindest bleibt mir das Vergnügen. So, was ist das? Granaten mag ich nicht. So, runter. Puh, was für ein Kampf. Wartest du auf was Bestimmtes, Marlo? Ja, auf den nächsten Morgen. Könnte noch eine Weile dauern. Feind nähert sich. Schön. Ja, ich dachte schon. Sweet! Erschreck mich nie wieder so. Erwischt. Ja. Der Kerl ist weg. Vor meinen Augen verschwunden. Ja. So. Lalalala, Muni, Muni. Das sind doch zwei. Wo seid ihr? Ich sehe euch nicht. Eigentlich müsstet ihr da sein. Wo seid ihr da? Hallo? 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 Hallo, bist du da? Beschäftigen Sportgebirg! Einer weniger! Oh, sweet, das war meiner. Ich bin traurig, dass du ihn für mich umgebracht hast. Ich dachte, er wäre rausgelaufen. So. Ab jetzt. Volle Muni. Naja, ich könnte noch einen gebrauchen. Noch einen, wie die Dinge auch nochmal heißen. Granaten, irgendwas. So. Ja. Ey, ey, ey. Also ein bisschen Muni für den Granatenwerfer. So, ja. Da geht's lang. So, wer will? Die anderen rot-weiß-blauen kommen! Der da? Maschinengewehr! Wow, Scheiße! Maschinengewehr? Ich mag kein Maschinengewehr. Ja, und Redford, ja, der. Das ist der Rambo unter den Bad Company Leuten hier. Der stellt sich gerade mitten auf die Brücke, wo er abgeschossen werden kann. Passt auf, die Russen kommen! Wird man ja richtig herangenommen. Hey Kumpel, kannst du mal aufhören? Du kannst dich nicht sehen. Haggard ist gar nicht da, Sweet! Wo bist du, Sweet? Geh mal von hier runter. Unten durch. Ist bestimmt sicherer. So. Rote, komm näher. So. Feuer! So, ich habe nur noch dieses letzte volle Magazin und 11 Schuss. Wie schön. Durch! Könnte ich jetzt da nach oben springen, wäre es besser. Könnte ich von der anderen Seite. Von der anderen Seite müsste es gehen. So. Durch! Brechen! Infanterie kommt näher! Wir werden beschossen! Komm schon, du schaffst es! Hier ist ein Kopf! Headshot! So.
Ach, komm schon. Gib mir Deckung! Wer will? Wer hat noch nicht? Scheinbar hat sie jeder jetzt schon. Hab mich durch den Zaun geschossen. So. Da ist Muni. Ich liebe Muni. Ich kann nicht ohne Muni. Wieso habe ich das jetzt getan? Dauert jetzt viel länger. So. Oh. 150 bitte. 150 bitte. 150 bitte. 150 bitte. Ach, komm schon. Ich brauche 150. So. Hä? Ah. Was ist jetzt passiert? Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert ist. So, dann gehe ich mal zu Haggard, der da drüben steht. Ja, Haggard, wir kommen und holen dich gerade. So, brauchst nicht so zu winken. Dich erwartet eine Menge Ärger. Gut. Haggard war also gewissermaßen im Alleingang in ein neutrales Land einmarschiert. Nicht der beste Weg. Amüsierst du dich gut, Haggard? Naja, schon. Ach ja, warum? Das Gold! Hast du's nicht gesehen? Naja, Sweetwater könnte sowas Großes nicht verschlucken. Halt die Klappe, Hack. Nenn mir einen guten Grund, dich nicht in den Bau zu stecken. Ganz klar, weil du mich liebst, Sarge. Auf plutonische Weise. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Over. Mike One Juliet, hier Bravo One Charlie. Over. Ich hoffe, Sie haben dafür eine gute Erklärung, Sergeant. Over. Es war meine Entscheidung. Wir mussten einen Angriff abwehren. Oder vorbeugen. Over. Sehen Sie zu, dass Sie zur Basis zurückkommen. Over. Von mir aus. Ich wollte sowieso in den Angelurlaub. Over. Nein, Sie kommen vors Kriegsgericht. Ich denke, Sie gehen die nächsten 9 bis 12 Monate nirgendwo hin. Out. Scheiße. Das war übel, was? Ganz übel. Es ist schlimm, Hanks. Schlimmer als das, was wir jemals gemacht haben. Ich sag's Nein. dir, alles, was du machst, ist schlimm, Nicht Hanks. So schlimm wie Hasselhoffs drittes Album. Oh, viel schlimmer. Wirklich. Oh nein. Niemals. Lass mich mal nachdenken. Und? Was machen wir jetzt? Wir sind hier, oder? Was? Wo sind diese Trucks? Oh nein, nein, Sarge, das kann nicht dein Ernst sein. Ist es aber. Was? Du willst hinter dem Gold her? Von der Army kann ich kein Edelmetall erwarten. Kommt ihr mit, oder was? Ich bin nicht sicher, ob mir das alles hier so recht ist. Gold, Sweets, 24 Karat. Was für eine Motivation brauchst du denn noch? Was meinst du, Preston? Naja, so eine Million könnte ich gut gebrauchen. Wie jeder andere auch. Ja, Jungs, wartet! So, dann jagen wir mal dem Gold hinterher. Ja, Gold. Edelmetall brauche ich auf meinem Konto. Ich werde sie einholen. Sarge, ja, er rennt wieder weg. Du bleibst Scheiße, seht euch das an. Ich weiß, er rennt wie ein Mädchen. Nee, das meine ich doch gar nicht. Ich wette, die senden unsere Bilder gerade an jeden Schützen in diesem beschissenen Land. Aber wenn wir die Antennen zerstören, man kann nicht verfolgen, was man nicht sieht. Dann hätten wir auch die US Army von den Hacken, Sarge. Verwische deine Spur. Ja, das tue ich dann mal. Denn wir müssen jetzt Antennenboxen zerstören, die uns orten können und damit auch unsere Position der US Army verraten. Ja, die US Army ist jetzt nicht gerade nett zu uns. Da wollten wir doch nur Gold haben. Da wollte... Haggard wollte nur Gold haben. Jeder wollte Gold haben. Warum dürfen wir kein Gold haben? Da war ich jetzt mit Kato Blödsinn und ich brauche eine Spritze. Ich hasse diese Scharfschützen. Himmel, das ist doch Wahnsinn! So viel Damage. Scharfschütze, okay, runter. 1, 2, 3. Und dann muss ich rennen. Schaltet sie aus! Renne! Raus hier!
hätte was gebraucht. Wow! Da ist er! Da ist noch einer. Ich mag kein Scharfschütze. Die sehen nicht anders aus, falls es niemand bemerkt hat. Die Tarnklamotten. Ja. So. Da vorne sind noch zwei. Okay, zerstör die Steuerung und dann weiter zur nächsten. Ja, dafür kriege ich einen Orden, bestimmt. Fahnenflüchtiger. Das B-Team ist fahnenflüchtig geworden. Nicht nur das A-Team hier. Cool, fehlen nur noch zwei. Glaubst du echt, das klappt? Sicher klappt das. Wenn sie uns nicht sehen, können sie uns nicht ausfliegen. Und wenn sie uns nicht ausfliegen, können wir machen, was wir wollen. Zum Beispiel dem übelsten Söldner der Welt einen Laster voller Gold klauen. Tja, ist doch besser, als im Burgerladen zu arbeiten. Ich muss zugeben, das ist ein Argument von bestechender Logik. Was hast du gerade gesagt? Scharfschütze! Immer wieder. Ist das ein Hubschrauber? Ein Hubschrauber! Feindlicher Heli!